Und wir sind zurück. Es geht heiß her an diesem extremsten Ort, den die Monster Truck Insel zu bieten hat. Der Wüstenberg. Die Trucks blitzen die unebenen Sanddünen hinab, während der heulende Wind ihnen Steppenläuferbüsche hinterher schickt. Dann springen sie über die Canyon-Klippen und landen auf der flachen Felsrampe, bevor sie schließlich durch die Ziellinie fliegen, um den Hot Wheels Cup der Titanen zu gewinnen. Die Trucks werden heute hier gegrillt. Ich hab schon Hunger. Los geht's! Skeleton Crew, V8 Bomber, und jetzt geht's los! Bahnfrei für Hot Wheels! Wow! Skeleton Crew baut am Ziel einen Unfall und V8 Bomber klaut ihm den Sieg. Skeleton Crew hat es mit Zähneklappern versucht. Das hat nicht geklappt. Loco Park. One Bad Ghoul. Bahnfrei für Hot Wheels. Loco Punk wird zum Geisterzug und bei One Bad Ghoul geht der Punk ab. One Bad Ghoul kriegt einen Steppenläufer ab, doch er macht Gulasch daraus. Invader Twin Mill. Für Hot Wheels! Beide Trucks überschlagen sich, aber Twin Mill kommt weiter. Hier die Analyse. Die Steppenläufer prasseln auf Invader ein und bringen ihn komplett aus dem Gleichgewicht. Und wer zu langsam ist, der schafft diesen Sprung einfach nicht. Steer Clear! Bahnfrei für Hot Wheels! Beim Sprung aus dem Canyon landen sie in einem wahren Steppenläuferhagel und Hutweiler landet im Hundezwinger. Pissy Fit! Roger Dodger! Bahnfrei für Hot Wheels! Oh, Roger Dodger kommt auf den Hinterrädern ins Ziel! Wir haben den Sieger am Mikrofon! Wie hast du das Rennen gewonnen, Roger Dodger? Tja, Hissyfit hat einen Wutanfall gekriegt, weil er nicht hinterherkam! Vor lauter Glück hab ich Purzelbäume geschlagen! Alles Roger bei Roger Dodger! Tiger Shark, Mega Rex. Bahnfrei für Hot Wheels. Und Tiger Shark beißt sich durch. Mega Rex hat sich mega verbrannt in der Wüste. Hoffentlich hat er Sonnencreme dabei. Autsch, das tut weh. Zombie Rex, Psychedelic. Bahnfrei für Hot Wheels. Psychedelic gewinnt mit einem fabelhaften Lauf. Was für ein Wahnsinnssprung von der Felsrampe. Die Hitze hat Zombie Rex wohl etwas hirntot gemacht. Bone Shaker, Milk Monster. Bahnfrei für Hot Wheels. Bone Shaker holt sich den Sieg.
Reden wir mit dem Fahrer. Boneshaker, das sah heute richtig einfach aus, oder etwa nicht? Tja, so ein Milkmonster ist genau das Richtige für meine morschen Knochen. V8 Bomber! One bad ghoul! Bahnfrei für Hot Wheels! Oh, One bad ghoul rollt das Feld von hinten auf und gewinnt! V8 Bomber hat die Bombe zu früh gezündet und wird zum Blindgänger! Wah, wah, wah. Twin Mill, steer clear. Bahn frei für Hot Wheels. Twin Mill fliegt den Berg hinunter und schnappt sich den Sieg. Wie hat er das gemacht? Twin Mill, was ist dein Geheimnis? Niemand kann meinen Erfolg kopieren. Ich bin doppelt so gut wie alle anderen. Es mag zwar heiß sein, aber heute mache ich sie alle kalt. Toro. Roger Dodger. Tiger Shark. Bahnfrei für Hot Wheels! Roger Dodger fährt erneut auf zwei Reifen zum Sieg! Die türkischen Steppenläufer nehmen Tiger Shark aus dem Rennen. Aber Roger Dodger sehen sie nur noch von hinten. Psychedelic Bone Shaker. Bahn frei für Hot Wheels. Wow, Psychedelic scheint unaufhaltsam zu sein. Was sagt der Sieger dazu? Du hast es richtig einfach aussehen lassen heute. Alles eine Frage des Geschicks, sag ich dir. Chillig, Alter. Groovy. One bad ghoul. Twin Mill. Bahn frei für Hot Wheels. Au! One bad ghoul schafft es ins Finale. Hier die Analyse. Twin Mill gerät auf der Sanddüne ins Straucheln und landet im Canyon. One bad ghoul verliert die Balance beim Sprung und landet auf dem Dach. Doch die Kraft des Aufpralls schleudert ihn wieder auf die Füße. One Bad Ghoul schafft es ins Finale. Roger Dodger. Psychedelic. Bahn frei für Hot Wheels. Roger Dodger schafft es schon wieder. Er stößt ins Finale vor. Psychedelic fliegt raus und die türkischen Dünen fordern ihr zweites Opfer im Halbfinale. Schaut euch diesen Wahnsinnssprung an! Wir kommen zum großen Finale im Rennen um den Cup der Titanen. Auf geht's! Bahn frei für Hot Wheels! Und, oh, Roger Dodger gewinnt! Was für ein Herzschlagfinale! One Bad Ghoul fehlten nur Zentimeter. Doch Roger Dodger wurde zum Roger Roller.
und wackelte sich noch zum Sieg. Roger Dodger gewinnt den Hot Wheels Cup der Titanen. Der Traum jedes Monster Trucks von Kindesrädern an. Hä? Was ist das? 12 Hot Wheels Autos wollen den Berg auch bezwingen. Vorsicht, Staugefahr. Es geht drunter, drauf und drüber. Was für ein Chaos. 4 Monster Trucks und 4 Hot Wheels Autos. Was kann da schon schief gehen? Zum Beispiel ein Monster Truck Sandwich. Extra Senf bitte. Oh ja! 2 Mega Monster Trucks. Und er beißt sich durch die Ziellinie. Und hier landet er mit einem Riesensatz auf dem Dach. Herr Purzelbaum in die Tribüne. Glückwunsch nochmal an Roger Dodger. Das war's vom Wüstenberg. Aber wir sind bald wieder zurück mit epischem Rennspaß hier beim Wettkampf der Titanen.